Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Shinrich TV und zurück zur wundervollen, frustrierenden Aktionensuche nach den speziellen Sauriern. Wir haben heute Teil 3, Chroniken einer Suche für Kindheitsträume. Und da dürfen wir die Pilzbestie anscheinend umlegen. Ja, mal gucken, ob wir das so ohne weiteres alles so hinkriegen, wie wir das gerne wollen. Ich nenne es mal HP-Buff, den die bekommen, ist einfach so übertrieben hoch. Wir werden mal schauen. Tja, ich hatte mal die Vorstellung, dass meine Charaktere stark sind bis zu diesem Event. Naja. Ranjit! Heute ist ebenfalls ein Tag voller neuer Hoffnung. Also Leute, wollen wir jetzt anfangen? Voller neuer Hoffnung, das heißt ja wohl, dass die Kommunikation mit der alten Geodraschen-Echse als Fischlack gewertet werden, was? Oh, das war Paimon, Entschuldigung. Was soll die Fischlack heißen? Der Kampf mit ihr ist auch eine Form der Kommunikation. So gesehen hatten wir einen offenen, ausführlichen Austausch und haben dabei Positionen des jeweils anderen umfassend verstanden. Wie heißt es doch so schön? Kein Kampf, kein Kennenlernen. Das habe ich kaum sehen. Wie ich immer zu sagen pflege, versuch mal klug. Du gibst also nicht auf. Ich will ehrlich sein. Es war schon immer eine meiner Kindheitsträume, auf einer gefährlichen Pilzbestie durch die Meere zu reisen. Damals sagten mir die Erwachsenen jedoch, ich sollte keinen Quatsch machen. Und als ich die Waldhüttermeister danach fragte, sagten sie mir nur, ich solle mich nicht in Gefahr begeben. Also ließ ich meine unrealistischen Träume hinter mir und wuchs ganz normal auf, wie jedes Kind auch. Meine einzige kleinen Abenteurer blieben die Zutaten, die ich wette. Naja, ist ja Koch. Stimmt ja. Ab und zu fällt mir dann wieder ein, dass ich als Kind so einen Traum hatte. Es hat so etwas Fernes und Seltsames an sich, wie bei der Renara aus der Legende. Wenn ich sie ja wirklich geben sollte, dann sollte ich sie schon einmal gesehen haben. Wann habe ich denn aufgehört, sie zu sehen, um mich an sie zu erinnern? Als ich in Nattland war, erfuhr ich von einer Unglücksstabe namens Kuntur. Oh, den Namen müssen wir uns merken anscheinend. Dem wegen des Vergehens seines Vaters sogar die Sonne nicht wohlgesonnen war. Kuntu, der von der Sonne verachtete, war auch unter deinesgleichen unbeliebt und natürlich gab es auch keinen Saurier, der seine Gefährten sein wollte. Aber anstatt sich davon ermutigen zu lassen und seinem Vater oder dem Schicksal die Schuld dafür zu geben, bewies er mit seinen Bemühungen, dass er selbst den härtesten Kriegern eines Clans nicht in nichts nachstand. Am Ende verbrachte er mit seinem Mut und seiner Weisheit etwas Bemerkenswertes und erlangte nicht nur die Anerkennung seines Iktomisarius. Er wurde sogar zum Helden seines Stammes. Als ich deine Geschichte hörte, fasste ich auch wieder Mut, um meinen Kindheitstraum wieder aufleben zu lassen. Das ist also der Grund für alles. Daher überlasse ich es euch beiden, mit dieser gefährdeten Bestie zu befassen. Es bleibt am Ende also wieder an uns hängen. Mit meiner Stärke hätte ich keine Chance gegen die gefährdete Pilzbestie. Ich werde euch gern unter die Arme greifen, ruft mich also einfach, wenn ihr mich braucht. Genug geplaudert, waren wir dann? Let's fetz. So. Löse 30 Mal Elementarreaktionen aus. Wähle nicht mehr als einfach ohne Fragen. Schieß innerhalb von 90 Sekunden ab. Wie Spiel? Wie? So, also. Die Pilzbestie reagiert mit Feuer. Ja. Deswegen ist es einer der wenigen Bosse, die man mit drei Feuer spielen kann. Normalerweise, wenn ich die im Abyss schnell erledigen muss, dann benutze ich Rutao-Trupp. Aber ich weiß nicht, ob das hier so sinnig ist. Mal gucken. Mach ich hier so. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Aber ich kann es ja mal probieren. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich glaube nichts Gutes, aber...
fang direkt falsch an. Witness the power of Gua. Know my sword. Change of everybody stand back. Eat this. Okay, Ching Chao ist schon tot. Nice Scheiß. Guck mal, wie viel Damage ich schon gemacht habe. Wahnsinn, oder? So fast ein Viertel. Viertel von dem Viertel. Irgendwie. Habe ich dem was ausgezogen? Ja, da komme ich, glaube ich, so nicht irgendwie kriege ich keine Städte. Das Krasse bei diesen Dings ist ja auch, dass sie einfach meine ganze Truppe one-shotten. Ich habe keine Ahnung wieso, aber sie tun es einfach. So, dich habe ich hier. Ja, du bist nicht optimal. Das Optimale hat noch Dingens an. Den habe ich ihn nämlich geklaut. Für eine Billette, der hatte ich gerade. So, okay, probieren wir es nochmal. Wir finden uns also wieder im Schildland, hä? Ja, ja, ja. Macht doch sowas nicht. Rain outlines your fate. Rain, you're toast! I'm going in! Let's light it up! Ja, schon wieder ein neues Schild. Cool. Er brennt langsam runter, aber. Time to act. Jetzt hat er schon wieder ein neues Schild. Okay, da muss ich mir was anderes ausdenken. Wieso erneuert er sein Schild, bevor. Body and mind. No, my sword. Witness the power. Macht er das schon wieder? Let's light it up. Teamwork is dream team. Is it my time? Okay, das war instant tot. Also er macht sein Schild neu, bevor das alte kaputt ist. Obwohl ich drei Feuercharaktere habe. Das ist interessant. What the fuck, Alter, ey? Diese Welt ist so abgestuhlt ohne Witz. Guck mal, wie wenig Damage das macht. Okay, ich sehe aber auch gerade, dass die überhaupt nichts anhat, ne? Oh Mann. Ja gut, dann ist es ja auch kein Wunder, dass hier nichts funktioniert. Wieso hat die denn. Ruhigchen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So. Ja, ich hatte die, bevor ich die Waffe hatte für Alicino, hatte ich ihr die gegeben. So, aber das passt alles. Okay. Gut. Die Werte. Einigermaßen. Okay, probieren wir nochmal. Witness the power of Gua. Know my sword. Huh? Time to go. See? Body and mind. Let's light it up. Schade. Hätte eine Sekunde tatsächlich.
Teamwork is dream work. Higher, higher, pants on fire. Higher, higher, pants on fire. Okay, das ist irgendwie... Wieso macht er das? The brightest flames burn fastest. Also dieses Rennen und Zerstampfen, das ist komplett neu für mich. Keine Ahnung, was das für ein Angriff ist und anscheinend ja auch nicht unterbrechbar oder Dingens. Also es ist irgendwie sehr merkwürdig. Ach, ich kotze im Strahl. Egal, mach ich was. Man könnte es einfach tot healen wieder, aber ach, das ist doch auch langweilig. Ach, keine Ahnung. Das ist doch alles scheiße. Mal gucken, was passiert, wenn ich ein Dings-Team nehme. So, ja. Das muss ich tauschen. So. Chang Yun, okay. Komischerweise. Warum? Also diese Attacke ist ja wohl der letzte Rotz. Also, sorry, ey. Make way for the Adeptus. Scatter. Mann, jetzt konnte ich einmal Damage machen. Dann lockt sie mich aus der Dings raus. Guck dir die Scheiße an, ey. Jetzt reicht der Heal nicht, ey. Alter! What the fuck, ey? Dieser Angriff! Und wenigstens kann ich hier mal. Och, jetzt komm! Oh, ey! Ohne Witz, ey! Lächerlicher Kinderquatsch! Ach, Mann, ey! Und der Heal von Ching Yang macht auch irgendwie gerade gar nichts mehr? Was auch sehr merkwürdig ist. Ja, genau! Alter, fick dich doch! Was soll das denn? Alter, genau!
Ich kann nicht rausdutschen, oder was? Ach, leck mir doch die Eier, ey, ohne Witz, ey. Ach, so ein Schwachsinn, ey. My mechanical master. Ach, ey, oh Mann, Alter. Warum heilt der Scheiß nichts? Ach, hier funktioniert nichts mehr, ey. Es ist alles so blöd einfach. Strategien, die früher immer funktioniert haben, machen jetzt gar nichts mehr einfach. Das ist die Menge, ohne Witz. Immer diese Whale-Scheiße, ey. Hauptsache die Leute, die 4000 Euro in dieses Spiel investiert haben, die haben hier Spaß. Fickt euch. Guckt ihr die Scheiße an. Und der castet erst direkt wieder. Ich verstehe es nicht. Ey, ohne Witz. Was soll das? Ja, genau! Alter, da laufe ich schon extra aus dem Weg, ne? Alter, fick dich doch einfach, ey. Fick dich einfach. Ist das eine riesige Scheiße. Gott, ohne Witz. Nur weil der diese Attacke macht und die es vorher nie gab. Weil er gebrannt hat und deswegen... Was soll das? Was soll der Scheiß? Ohne Witz. Wir machen dem Gimmel einfach eine unendlich behinderte Kackattacke, bei der nicht einfach platt rennt und direkt tötet. Ja, das ist richtig schlau. Ganz nice. Ja. Das ist genau... Das ist Game Design, wie ich es liebe. Völlig behindert. Ohne Witz, ey. Ach, so ein Schwachsinn. Reicht ja nicht, dass der schon eine Milliarde HP hat. Nein. Guck dir das an! Hä? Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das denn machen? Alter, ich switch auf meinen Charakter und der stirbt instant, bevor der überhaupt irgendwas machen kann. Was soll das? Alter, ey. Ist das eine Scheiße? Ich weiß, ich spiele den falsch und ich weiß, man muss immer irgendwas achten, wo ich keine Ahnung habe. Aber ich habe auch ehrlich gesagt gar keinen Bock, mich damit jetzt gerade zu beschäftigen, weil ich ihn ja einfach nur töten will. Ich will ja nicht mal das Zeitlimit schaffen. Aber selbst das ist mir vergönnt. Nicht vergönnt. Let the mighty be humble. Also früher habe ich Seize the Skies mal einfach voll geheilt. Guck dir das jetzt an, das macht gar nichts mehr. Warum? Herrgott, erlöse mich. Oh mein Gott. Scheißegal, ey. Dann mach ich halt wieder meine komplett dumm behinderte Kackscheiß Noel-Team-Scheiße und kämpf hier eine halbe Stunde. Ist mir scheißegal. Dann fickt euch doch alle, wenn ihr es unbedingt so wollt. Nein, ich wollte überhaupt nicht Team wechseln. Ich wollte direkt den Dings wieder starten mit genau demselben Team. Oh, ach Leute, ich glaube, ich habe keinen Bock mehr. Ich glaube, ich muss mir was anderes zu spielen suchen. Hey, du hast zwar 11 Teams gemacht, aber du kannst sie hier nicht auswählen, weil wozu denn? Ist ja Quatsch, du musst jetzt jeden Charakter einzeln wechseln, weil das viel besser ist. Danke, Spiel. Danke. Wozu ich die Teams gemacht habe? Keine Ahnung. Ja? Niemand weiß es. Ach, ich brauch Feuer.
Rachel. Steady as stone. Boah, das wird so ewig dauern. I'll catch up. Watch out! Coming at ya! Showering me with the frying pan! I must leave no stone unturned. I'll catch up. Schlägt sogar Kurven, um zu treffen. Wieso ist Navia denn jetzt tot? Hä? Wie kann das sein? Die war gar nicht eingewechselt. Alter. Dieser was schafft mich. Ich reibe mir gerade so doll meine Stirn, das glaubt ihr nicht. Hat der überhaupt was an? Ja, gut. Ja. Sehr gut. Alle meine Charaktere sind einfach gefickt durch die Umstellung für den ersten Boss, weil ich den unbedingt auf Platin schaffen wollte. Und, Everybody stand back! Let the world collide! A proper send-off! From this casino with watch out! As a good knight should. Leave it all to me. Ich weiß nicht, wie ich diese Attacke dodgen soll. Ich weiß es nicht. Sorry, Leute, ich bin zu dumm dafür. Keine Ahnung. Er latscht mich einfach über. Was soll ich machen? Schilde helfen nicht. Dodgen hilft nicht. Was soll ich machen? Hey there.
Nature. Steady as stone. Für die Scheiße. Someone needs assistance. Nicht. I must leave no stone unturned. Jetzt macht er. Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Let the world collide. Let's light it up. Boah. Das ist so reflexartig drin, diese Taste drin. Wie genau? Wie genau? Irgendwas verstehe ich an diesem Boss nicht. Und ich muss erst rausfinden, was. Weil noch, also. Gut, ich weiß, es sind Special-Bosse für dieses Event, aber. Die funktioniert komplett andersrum. Oh Mann, ey. Ich weiß gar nicht, was ich hier jetzt machen soll. Also, Pyro ist schlecht und der aktivierte Modus, also hier steht jetzt nichts dazu, aber der wird ja auch schlecht sein. Shen ist überfordert. Also, da steht auch nichts zu dieser Charge-Attacke. Ob sie die im Dingsmodus, im aktivierten Modus aufmacht. Ist jetzt natürlich eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich nicht. Also gut, scheißen wir auf Damage. Versuchen wir es mal mit Elektro? Ich weiß echt, muss wir beides machen? Aber wenn sie sich nicht im verdorrten Modus befindet und auch nicht im aktivierten Modus, dann wird sie ihr Schild auch wieder herstellen, stand da. Also dementsprechend. Puh. Papa ist ein bisschen überfordert. Ja, der ist jetzt natürlich auch nur auf Damage ausgelegt und nicht auf Schützen. Ja, ich brauche was. Ich brauche
Spruch, was das heilt. Irgendwas. Das kann nicht. Das funktioniert so nicht. Oder? Ja. Wir müssen testen. One with wind and cloud. Windstrike. Midnight Phantasmagoria. Let the mighty be humbled. Oz, reveal thyself. Bow your head. Be not perturbed. I am unscathed. Quake! Order guide you. Don't mind us. Windstrike. Settle down. Was ist das, was ich will? Be sanctified. Bow your head. Hä? Jetzt plack sie einfach nur eine Stunde da rum. Cool. By royal decree. Okay, Blitz ist der Trick. Alles klar. Stabilize. Hätten wir ein bisschen denken können, dem zu. Oz, reveal thyself. Nein. Nein. Ich schaffe es nicht, R zu drücken. Also, dass da meine Kugeln nie ready sind, das ist schon Next Level Scheiße. Das war mein Fehler. Sanctified.
Also das kann man mit einem guten Elektro-Charakter natürlich auch noch anders regeln. Zeit reden wir mal nicht, aber immerhin die Strategie hat gepasst. Ja. Oh Gott. Ja, manchmal hilft Lesen, ne? Wobei, man muss dazu sagen, dass man das, was jetzt passiert ist, nicht daraus rauslesen konnte. Das war einfach nur, okay, ich habe Feuer probiert, dann probiere ich es, also ich habe den verdorrten Modus probiert, der normalerweise der Schlüssel zum Sieg ist. Dann probiere ich jetzt mal den, weil das sie dich dann ablegt und einfach 20 Sekunden gar nichts macht. Das stand da nicht. Aber egal. Es hat gepasst. So. Ja, in 90 Sekunden werde ich die niemals in meinem verkackten Leben schaffen. Also, ne. Ich habe eine sehr hohe Kitsching und da bräuchte ich, während sie flach liegt, einen Burst Damage, der jenseits von gut und böse ist. Oder ich bräuchte eine permanente Dendro-Applikation. Was mir nur, weiß ich nicht, da fallen mir Jan. Okay, nein. Da. Also, da fallen mir nur Yaimiko ein. Cookie, aber da muss man halt in der Nähe sein. Raiden wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, die ich noch nicht in Betracht gezogen habe. Das wäre vielleicht noch ganz möglich, weil man dann seine Autoangriffe damit... Ist halt die Frage, man kann halt dann keine Feuercharaktere nehmen, weil man dadurch den verdorrten Modus wieder... Oder? Lädt man beides auf? Oh, das ist echt schwierig. Dann wäre vielleicht so eine Kombination aus Raiden und Alicino möglich, wo man dann genug Damage fährt. Dazu, also diese Herausforderung habe ich mir jetzt noch nichts angeschaut, wie andere Leute das machen. Meistens, wenn ich mir da irgendein Video anschaue, ist das ein Whale, der ungefähr alle 5 Stars auf C6 hat, der dann mit jedem Hit 300k Damage macht und dann ist das Ding tot. Super spaßig. Aber für uns Normalsterbliche schwierig. Ja, und Kitsching. Also irgendwie geht das sicherlich auch damit und ich sollte meine Kitsching auch mal bilden, aber selbst weil ich durch die Jahre immer wieder hier ganz viele Sternbilder von ihr bekommen habe und das mein höchster mein höchste Constellation auf dem 5-Star Charakter ist, aber Kitsching ist halt ein 5-Star der ersten Generation und deswegen nicht so stark. Mehr. Ja, ich habe vergessen, wie das heißt, wie man das nennt, aber die alten Charaktere sind halt nicht, haben halt nicht das Stärkepotenzial, was die großen haben. Das will ich nicht sagen, dass es damit nicht möglich ist, bestimmt. Aber ich hatte früher immer das Problem, dass ich für sie, ich habe sie nie gebildet, weil ich keinen Kasua hatte. Den habe ich jetzt seit kurzem. Jetzt könnte ich das mal machen. Aber, ja. Ich glaube, Platin ist mir, glaube ich... Gott, ey, dass sie immer anfangen zu labern.
Da lobe ich mir Alechino, ne? Die hält einfach die Fresse. Obwohl, die hat auch einen Satz. Ach, egal. Ja. Wie gesagt, also ich glaube, das Platin wird uns dieses Event einfach verwehrt bleiben. Ich bin mir nicht sicher, warum MiHoYo das macht, weil für die Leute, die so viel Geld darin reinstecken, für die ist auch das keine Herausforderung. Deswegen fuckt es eigentlich nur die Leute ab, die, wie mich, die gerade so kurz davor sind, das schaffen zu können. Aber dann immer noch, also 10% von der HP-Leiste sind immer noch das Quäntchen Glück, was man haben muss, dass das funktioniert. Zumindest ist es bei mir beim Fuchsfeuerblom so. Da fehlt mir letztens wirklich 5% oder so in der Damage-Phase, die ich nicht umgekriegt habe in der Zeit. Also, keine Ahnung. Und das frustriert einen einfach nur. Weil die Leute, die schaffen es entweder volle Kanne oder halt, wie wir Normalsterblichen, halt volle Kanne nicht, so wie ich jetzt mit 6 Minuten. Ja? Das sind zwei Distinktionen, mit denen man arbeiten kann. Aber wenn man dann so knapp davor ist, es zu schaffen und nicht zu schaffen, das fuckt einfach nur ab. Wie gesagt, gönnt euch einfach die Belohnung. Hauptsache ihr kriegt die Urgesteine. Ja, alles andere ist völlig unwichtig. Ja, hier, macht da eine Silberbewertung und dann ist gut. Ja, wie gesagt, der Rest ist alles Kinderquatsch. Den kann man überall herkriegen. Das, ne, davon, keine Ahnung, da hier, ich habe 9000 von der Scheiße rumfliegen. Braucht kein Mensch, weil so viele Waffen kriegt man nun auch nicht zum Aufwerten. Also, wenn ihr die natürlich wollt, dann holt euch eine Goldbewertung. Aber es muss ja nicht Gold. Es muss ja nicht Gold 3 sein. Ja? Nehmt euch irgendwie eins von den Strategien da. Kann ich hier gar nicht sehen, die Strategien. Naja, schade. Und dann ist gut. Also dann, meine lieben Freunde. Danke euch fürs Zuschauen. Boah, war das anstrengend. Nervig. Anstrengend. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.